So, hey Leute. Heute eine neue Folge bei Coconuts Bild. Und zwar, worum geht's heute? Wichtig ist zu wissen für dich, die Diagnose Krebs ist an sich nicht so dramatisch oder du solltest sie nicht so dramatisch nehmen, wie sie dir dargestellt wird. In der Gesellschaft wird sie ganz, ganz grausam dargestellt. Das heißt, wenn du jetzt die typischen Filme ansiehst, es sind super gute Filme und da will ich gar nicht negativ kritisieren, aber in den meisten Filmen wird die Krebs immer als eine der schlimmsten Krankheiten dargestellt, als eine Krankheit, die du gar nicht leicht besiegen oder bekämpfen kannst, wobei du sie noch nicht mal besiegst oder bekämpfen musst, wenn du sie richtig verstehst. Und das Wichtigste für dich ist zu wissen, verfall nicht sofort in Panik. Wenn du die Diagnose Krebs bekommst, brauchst du keine Angst zu haben. Nur weil jemand vor dir steht und meint, er hat Ahnung von einer gewissen Erkrankung, aber hat meistens dann keine Ahnung, weil viele Menschen sterben ja daran. Und so einem würde ich doch gar nicht vertrauen oder so einem würde ich doch gar nicht seine Informationen annehmen wollen. Oder wichtig ist für dich zu wissen, lass dir nicht sofort Angst einjagen. Erstmal ganz, ganz ruhig bleiben und verschiedene Meinungen einholen. Guck verschiedene Sachen, sammel die besten Informationen und dann entscheide dich. Oder geh zu verschiedenen Ärzten, aber nicht nur zu einem. Okay, bis zum nächsten Mal und alles Liebe.